Hallo, 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 ich bin Undine. Hallo. Ich freue mich total. Ich freue mich auch. Du darfst staunen, du darfst gucken. Die neue Fledermaus ist ein Projekt, das entstanden ist aus meiner Untersuchung der Stadtsubstanz. Aha. Also was bindet Menschen? Was kreieren sie unbewusst bewusst? Und an einem Galerientag, weil ich auch mit vielen bildenden Künstlern arbeite, speziell aber auch vom Theater komme und auch Literatin bin. Mhm. Und das Mysteriöse war, dass die Stadtbevölkerung gesagt hat, klar, diesen Ort gab es schon immer. Mhm. Und es war ein verwunschenes Kabarett. Es war eine Bühne, auf dem die Menschen ihre Wandelbarkeit erfahren haben. Es war eine Galerie. Und so entstand es ein bisschen, es ist eine Bühne on demand. Das heißt, die Schwingungen des Zeitgeistes diktieren diesem Raum sozusagen die Form. So hat es angefangen als eine heimelige Kaschemme in den 20er Jahren, so als Suggestion. Und das hat auch die Menschen hereingebracht. Die Menschen haben diese Schwellenangst zur Kunst, zum Theater plötzlich nicht mehr gespürt. Es war Eintreten in eben einer Welt, zu der sie schon immer gehört haben. Natürlich betreiben wir das seit 6 Jahren und es sind in der Zeit 80 Shows entstanden. Mhm. Kleine Shows, große Shows, viele Ausstellungen und Projektarbeiten. Das heißt, die Interferenz bildende Kunst, Literatur, sogar Museumskultur, Theater, Gesang, Musik, Avantgarde-Musik, Improvisationsmusik, aber auch Oper. Ich weiß, ich habe gehört, du kommst von der Oper. Das wurde hier aufgeführt. Die Idee ist, dass wir das verwandeln. Wir machen ein White Cube für eine Vorstellung, wir machen eine Opernbühne, wir machen was wir können. Und diese Szenerie, die du jetzt siehst, ist auch ein Teil eines Bühnenstückes, das hier aufgeführt worden ist, in dem die Fledermaus, also aus meiner Feder, zusammen mit dem Künstler Jean-Michel Desjasmin, das Bühnenbild gebaut hat. Und diese Retrospektive baut zu diesem Dörfle der 20er Jahre. Und in diesem Dörfle der 20er Jahre wird es so imaginiert, als wäre das ein Ort der Rettung vor Spießigkeit, vor Alltag, vor Krise. Also so ein Eskapismusraum, eine Skulptur des Eskapismus. Und interessanterweise haben wir das ein paar Mal aufgeführt und man hat es gemerkt, ja, die Leute beben. Nicht nur etwas über die Fledermaus zu erfahren, es war erfundenes Material oder imaginiertes Material, sondern regelrecht, was hat sich alles abgespielt, was kann alles stattfinden. Und diese Sachen, die erzählt worden sind als Mythos, wurden hier real. Deswegen ist es schon ein interessanter Ort. Wie bist du auf den Namen Fledermaus gekommen? Ich habe mir eingebildet, dass ich eine Eingebung habe, die mir sagt, du musst diesen Ort die neue Fledermaus nennen. Und als wir das eröffnet haben, kamen Leute und sie, natürlich kennen wir die Fledermaus. Das war immer schon da. Wir haben sie erlebt. Im Zuge der Recherche habe ich dann stattgefunden, die Fledermaus in der Form, wie ich sie imaginiert habe, gab es nicht, aber es gab eine Kneipe, die hieß Zur Fledermaus. Das heißt, dieser Name, das Tier, dieses ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen ja, heimelige, süßliche, einladende dieses Tieres, hat auch seine Attraktion ausgemacht. Mhm. Natürlich, das muss ich auch sagen, featuren wir sehr viele zeitgenössische Künstler, Literaten, Musiker. Wir machen Bühnenprojekte von der jetzigen Karlsruher Avantgarde, junge Künstleravantgarde, Literaten, bildende Künstler zur historischen Kunstavantgarde. Vor 100 Jahren. Diese jungen Wilden aus Karlsruhe, die Grupperie, die einfach gleich stark waren wie die Brücke und der Blaue Reiter in Berlin, unbekannt sind.
Und wenn man darauf, dann versteht man das nicht. Wo waren die Kunsthistoriker? Wir betreiben auch hier diese extreme künstlerische Recherche auf den Spuren der damaligen Kunstavantgarde und wollen den Bogen spannen zu der jetzigen. Wir werden jetzt gleich einen jungen Avantgardisten des 21. Jahrhunderts kennenlernen, Lorenz Bögele. Jung versus alt, dieses tradierte versus innovative ist immer ein Clash, es ist immer die Stunde Null der Kunst. Deswegen ändert sich im Grunde nicht viel. Aber es ist, was uns bewegt hat, das zu machen, Projekte über die historische Kunstavantgarde, ist diese Verblüffung, wie wichtig und wie großartig zum Beispiel Karlsruhe war vor 100 Jahren für die bildende Kunst in Deutschland. Sie wurde, die Stadt war als zweite in dem damaligen deutschen Raum, also nach München als zweite Stadt, die von der Akademie Künstler produziert, konnte man sagen, generiert. Und jetzt würde ich sehr gerne den Lorenz reinbitten und ihn einladen, vielleicht uns ein Peek, ein Preview zu zeigen seiner Show, die hoffentlich stattfinden wird, sehr bald in der Fledermaus. Ja, ich bin jetzt sozusagen in die Fledermaus auch gekommen. Es gibt die Realismus Avantgarde in Karlsruhe seit ca. 2016. Und bei Art Karlsruhe haben wir die Hard Karlsruhe Initiative gegründet, um einfach eine kleine Avantgarde-Bewegung, die jetzt die Ladenhüter der Messe persifliert hat, um eben zu wissen, ihr wisst eigentlich, würdet ihr gerne weitermachen, aber habt jetzt sozusagen die junge Kunst so ein bisschen übergangen und dann haben wir ein wenig Revolution gemacht. Wir sind mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, dass die Art Karlsruhe uns sozusagen supportet und unterstützt, weil wir eben ihnen nicht destruktiv auf die Füße getreten sind, sondern im konstruktiven Sinne auf uns aufmerksam gemacht haben. Dieses Auftreten, Dasein, Herumgeistern ist für mich, deswegen sind die Insekten, die Fliege ist jetzt mein Markenzeichen, so wie der Käfer eben dieses im ewigen Ablauf der Routine kann eben mal ein Fehler passieren, der dann eigentlich sozusagen die Außenwelt, die das ganze System wachrüttelt. So wie, deswegen kommt da dieser Begriff Bug, ist der Käfer, der in den ersten Computer, der gebaut wurde, hineingeflogen ist. Und sie haben am Anfang erstmal alles durchgerechnet, was kann das sein, dass hier sowas passiert. Und sie sich einfach nicht klar waren, dass es ja die Welt da draußen, das System auch noch tangieren kann. Und das hat dann sozusagen auch ein Umdenken. So ein System-Bug ist für den Programmierer eigentlich was Schönes, weil es rüttelt ihn wach und lässt ihn manchmal auch zu einer neuen Erkenntnis geraten. Weil er das System nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel dann aus kann. Siehst du dann deine Kunst als das Bug in the System? Teils, teils. Also es sind hin und wieder Machtfragen. Es kann politisch sein, es ist politisch. Es kann manchmal gefährlich sein. Aber es ist immer die Frage, wenn man jetzt eben, gibt es eine Aktion, gibt es eine Reaktion? Und in der Hinsicht kann ich darüber nicht entscheiden, was da passiert. Und welche Rolle hat denn das, also ich sage, ich komme aus Theater, also ich sage Publikum, also aber der Zuschauer, der Beobachter, der dann kommt und dann durch das Beobachten das Kunst zum Kunstwerk macht, welche Rolle hätten die dann für dich in diesem Prozess? Also sie sind immer eingebunden und für mich ist es eben auch eine gesellschaftliche Frage, weil ich jetzt selbst eigentlich durch das gesamte Schulsystem, das es in Deutschland gibt, bin ich durchgegangen und habe eben immer noch das ganze Umfeld dieser Leute. Also muss man sich so ausdrücken, dass man eigentlich von jedem verstanden wird. Weil es gibt ja diese soziale Spaltung, ist ja wirklich vorhanden. Ich bin auch jedes Mal damit konfrontiert. Das ist dann schon die Herausforderung, wenn man seine alten Schulfreunde also die Grund- und Hauptschule mit den Abiturienten und den Studenten zusammenführen will, weil dann gibt es immer diese Bissigkeiten und das ist dann eigentlich immer wie eine große Gastgeberfrage. Also man fühlt sich wie ein Gastgeber. Dieser Raum ist ein Ort, wo man dann Gastgeber sein darf. Genau.
und ja, die Menschen dann einladen kann, ja, und alle sind genau. hier willkommen. Sind alle willkommen. Ich bin sehr, sehr glücklich auch, dass Lorenz dabei ist. Er ist auch, also die Projektreihe nennt sich Das Brot der Spiele. Mhm. Und das ist ein bisschen so diese Anspielung, Panem, das römische Brot- und Spiele-Charakter. Mhm. Und die Idee ist immer, wie weit geht ein Künstler mit diesem Trivialen, wie weit kompromittiert er das um Publikum, mhm. braucht er das, was du auch gefragt mhm. hast mit dem Publikum, wie mhm. geht er um? Und er braucht das, wofür, jetzt ist die Frage, nicht um sich selbst zu zelebrieren, das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube, er braucht die Menschen eben, um mit ihnen eben etwas, dieses Fluidum herzustellen, mhm. das dann jeden so auf einer emotionalen Weise berührt, das was mhm. besonders ist. Das ist definitiv klar. In dieser Pandemie habe ich gelernt, Künstler brauchen ihr Publikum. Mhm. Also für uns ist natürlich Publikum ausschlaggebend, also Theater ohne Publikum. Das, okay. Ja, kann man natürlich auch machen, aber wir merken das bei, also ich komme ja aus der Oper und unsere Sänger, die hungern, weil da entsteht wirklich, also da ist der Zusammenarbeit zwischen der Künstler und das, was auf der Blatt Papier steht. Und dann ist der Austausch zwischen den Künstlern mit den anderen Künstlern, die die Musik schaffen. Und dann als letztes ist der Austausch zwischen das Ganze und das Publikum, der dann da ist. Und daraus entsteht noch was anderes, ah, ja. noch was Zusätzliches. Ja. Und ohne dieses letzte Element ist das, was man alleine auf der Bühne macht, man merkt immer, es fehlt das letzte i-Tüpfelchen. Und das i-Tüpfelchen ist das Publikum. Kunst ist für mich Kommunikation. Es ist eine der übertriebenste, also der ausdrucksstarkste Art der Kommunikation, ob es stimmlich ist, physisch ist, visuell ist. Und Kommunikation braucht natürlich immer einen Kommunikationspartner. Ja. Ja. Und wie geht ihr um jetzt mit diesem? Wir haben den Partnern verloren. Ich lese gerade sehr viel. Gestern habe ich auch einen Artikel gelesen über eine neue Studie, die haben gezeigt, dass Publikum in ein Musikstück, egal was für ein Musikstück, wenn die in dem gleichen Raum sind, deren Herzen fangen an, im gleichen Rhythmus zu schlagen. Das ganze Raum. Unbekannte Leute. Und das trägt sich auch noch weiter in die Pause hinein. Die haben das gemessen. Und das ist das, ich habe versucht, Opern online zu gucken und ich habe es nie geschafft, eins wirklich durch bis zu Ende in eine Sitzung zu gucken. Und es ist für mich das Gleiche, wenn ich versuche, die Ausstellungen von großen Museen online zu gucken. Okay. Das ist das Gleiche. Ja. Es ist was anderes, wenn ich das auf einen Bildschirm gucke, als wenn ich hier sitze und das tatsächlich vor meinem Auge sehe und aufnehme. Und ich bin so hungrig danach. Also es ist für mich, als ob ich jetzt ein Jahr gehungert habe und jetzt endlich freue mich auf das Essen. Ja. Und ich denke, es geht viele, viele Menschen so. Ja, das ist wirklich so. Ja. Das ist ein Hungern, es ist ein Dürsten, ein Hungern tatsächlich nach etwas, das so üppig da gewesen ist, so überbordend üppig. Und ich glaube, wir sind aber nicht mehr ganz so weit, dass wir wieder in kleinen Häppchen, so wie jemand, der so gefastet hat, so wie ein Yogi, der gefastet ja, hat. Ja, nee, ich will wieder essen. Sofort die ganze, nach einem Hungerstreik, so die ganze, das ganze Menü. Hi Ondina. Hallo Rebecca. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du zu uns im Theater gekommen bist. Danke für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt. Sehr schön. Erzähl mir von deiner ersten Begegnung mit Kunst. Was auch immer das für dich heißt. Das ist eine der schönsten Fragen, die mir je gestellt worden sind. Und niemand hat sie bis dato gestellt. Es ist so, dass ich quasi aus einer Künstlerfamilie komme. Das heißt, der direkte Kontakt zur Kunst war gegeben. Ob ich es wirklich mit dem Löffel, mit der Muttermilch oder in die Wiege gesetzt bekommen habe, das mag hingestellt werden. Mein erster Kontakt wirklich mit der Kunst, wo ich wirklich überwältigt war, ich war jung
Und ich sah den Film von Andrei Tarkowski, Stalker. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich, dass es mich verändert hat. Und wie ist dein Weg dann, also du kommst aus Rumänien? Aus Rumänien, ja. Und du, wie bist du denn nach Deutschland gekommen? Das war mehr eine private Entscheidung, der Liebe folgen, könnte man sagen. Mhm. Aber das habe ich mir damals so erklärt. Aber ich denke auch, die Situation in der Diktatur damals, die ich ja erlebt habe, die meine ganze Jugend eigentlich geprägt hat, war so grauenhaft, niederschmetternd, niederdrückend, dass ich eigentlich nichts damit zu tun haben wollte. Mhm. Und da bin ich ein bisschen angeberisch wieder, stolz auf mich, dass ich gesagt habe, ich bin weg. Mhm. Ich bin geflüchtet. Mhm. Und dann hast du ein neues Leben hier in Deutschland. Ich habe ein neues Leben angefangen. Ja. Ich bin auch ein Fremder in diese Lande, bin eingewandert und bin sehr froh und dankbar, das hier jetzt meine Zuhause nennen zu dürfen. Fühlst du dich mehr als Rumänierin oder als, bist du inzwischen Deutsch geworden oder bist du Europäerin? Also ich definiere mich natürlich als Europäerin oder als Weltbürgerin. Aber tatsächlich komme ich auch, das ist, prägt auch meine Herkunft sehr stark. Mhm. In Rumänien war ich eine Person mit einem deutschen Namen ohne Akzent. Hier bin ich eine Person mit einem deutschen Namen mit einem Akzent. Das war, ich war nirgendwo immer. Mhm. Und ich habe mir, um das zu verkraften, auch ja, die unschönen Aspekte dabei, nicht gleich zu, sich zugehörig zu fühlen, mhm, habe ich dann immer wieder zu mir gesagt, du bist ein Mensch von morgen, du bist ein Mensch von übermorgen. Mhm. Du bist so aus diesem gemischt kulturellen, gemischt ethnisch, mhm, geformt. Und ja, in jedem Tribe musst du dich erstmal einfügen, mhm, einführen. Und die einen sagen, hey, was ist dein Name? Du gehörst gar nicht zu uns. Die anderen sagen, hey, dein Akzent, das klingt komisch. Wo kommst du eigentlich her? Das ist eigentlich, ehrlich, ja. Und dann, natürlich muss man dann, mittlerweile sage ich, ich wähle mir wirklich verschiedene Arten. Ich sage, ich komme aus der Mongolei, mhm, oder ich komme aus Ghana oder ich komme aus Australien. Mhm. Und die Menschen dann nehmen das zum Teil auch sehr ernst, ja, und fragen mich, wieso denn aus Ghana sind deine Eltern Diplomaten? Also diese ganzen, ja, Biases, diese ganzen Klischees, ja, die Vorurteile, auch Diskriminierung, ja, kommen dann immer wieder zur Sprache. Also ich habe es auf eigener Haut, ja, erlebt. Und es ist nicht leicht, zu, als Fremder in einem anderen Land zu sein, aber es ist etwas von morgen, hoffe ich, und von übermorgen, mhm, wo das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Glaubst du, dass dieser Weg dann auch deine Kunst beeinflusst hat? Definitiv, ja. Ich habe, man sagt, Eskapismus und immer wieder Flucht in die Kunst, aber es war eigentlich Therapie, es war alles. Hm. Da spielt es wirklich nun gar keine Rolle. Und im Gegenteil, es ist eine große Familie und die geht über den ganzen Globus. Ja. Und das war ja, definitiv. Das ist auch was die Rettung. Ja. Ja, für mich auch was Schönes in der Oper, in der Musik, ist, dass egal, was für eine Muttersprache man hat, ja, man findet sich immer wieder in der Musik. Und ich glaube, das kann auch sehr schnell über die Kunst gehen, dass man findet das, was einen aneinander bindet. Ja, das, ja, stimmt, das stimmt. Und man fühlt sich sofort irgendwie zugehörig zu dieser Familie von, ja, Künstlerinnen und Künstlern. Ich bin sehr froh jetzt, dass wir zu einer gemeinsamen Familie gehören. Ja, ja. Ich bin auch sehr glücklich, dass, ja, ihr mich eingeladen habt, und ich bin auch gespannt, wie es halt mit unseren beiden Häusern dann weitergeht. Ja, ich auch, ja. In diese Situation, der Größe der Haus macht nicht der Unterschied. Wir stehen alle in den gleichen, ja, Krise. So ist es.